Wir sind jetzt hier in Rostock in der Petrikirche und hier treffe ich Anne Lange. Sie ist gelernte Biologin, hat aber immer bei der Kirche gearbeitet, erst in der Evangelischen Akademie und jetzt schon lange Jahre in der ökumenischen Arbeitsstelle. Liebe Anne, du bist als Kind in einem Pfarrhaus groß geworden. Wie ist es für dich gewesen, ja, so als Christin, als Kind, Jugendliche in der Schule, wo du dich bewegt hast? Ja, also ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, was in einem Dorf stand mit 25 Einwohnern, also quasi wie auf einer Insel, und bin in eine kleine Dorfschule gegangen. POS nannte sich das damals, Polytechnische Oberschule, mit 10 Klassen. Und ich war seit langer Zeit das erste Pastorenkind in dieser Schule und dementsprechend besonders war ich. Also ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt. Die Lehrer haben mich als Außenseiterin behandelt. Es gab viel Widerstand und es gab viele, also Anmache würde man heute sagen, oder Mobbing in Bezug darauf. Also so die klassischen Dinge sind mir passiert, die ganz viele Leute erzählen können. Wo ist denn Gott? Also man sieht ihn doch hier nicht. Und das sind doch Leute zum Mond geflogen und haben ihn nicht gesehen. Und als Kind bist du in so einer Situation völlig sprachlos und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Und das war über lange Jahre sehr schwer für mich. Ja. Diese Kirche, in der wir stehen, da hängen viele Erinnerungen für dich dran. Auch Erinnerungen an eine Zeit, wenn ich dich richtig verstanden habe in unseren vielen Gesprächen, die für dich vielleicht die allerprägendste gewesen ist, im Herbst 1989. Ihr wart mit einem kleinen Kreis hier unterwegs und habt ja das erste Friedensgebet hier organisiert. Möchtest du da auch noch ein bisschen drüber erzählen? Ja, ich würde gerne auch noch was über die Vorgeschichte erzählen. Kirche in der DDR war ja sowas wie ein Freiraum. Also es gab keinen anderen Raum, wo du dich politisch frei äußern konntest. Und deswegen haben Kirchen Räume geboten, zum Beispiel für Ausreisewillige, aber auch für Umweltgruppen und andere, die zum Teil Themen bearbeiteten, die tabu waren im DDR-Staat. Und ich gehörte zu einer Gruppe, die nannte sich Arbeitskreis Umwelt der Petri-Nikolai-Kirche. Und wir haben schon zu DDR-Zeiten 88, 89 eine Ausstellung gemacht. Davon habe ich ein Bild mitgebracht. Diese Ausstellung nannte sich Sackgasse Atomenergie. Und das war, weiß nicht, das kann man vielleicht nicht so sehen, aber es war natürlich eine handgemalte Ausstellung, weil es gab keine Kopierer oder auch sonst was. Und wir haben das gemacht in Form eines Comics, um Menschen sozusagen die Gefahren der Atomkraft nahezubringen. Das war tabu. Und diese Ausstellung ist dann aber gewandert in vielen Kirchen hier im Norden. Unter anderem im Greifswalder Dom stand sie. Und das war sozusagen der Ursprung dieser Gruppe, Arbeitskreis Umwelt der Petri-Nikolai-Gemeinde. Und als im Herbst 89 das dann losging mit den Verhaftungen bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig, sind ja ganz viele Fürbittgebete in der ganzen DDR passiert. Und wir als Gruppe sind zu unserem damaligen Ortspastor gegangen, Henry Lohse, dein ehemaliger Kollege. Ja. Und haben gesagt, Henry, wir würden gerne auch solche Andachten beginnen. Und es musste natürlich mit dem Kirchgemeinderat verabredet werden. Und dann war am 5. Oktober 89 war die erste Andacht. Und da habe ich eine originale Einladung mitgebracht. Auch an dieser Einladung sieht man sehr schön, dass die friedliche Revolution 89 ja eine Revolution war, ohne Facebook, ohne Handy sowieso, aber wir hatten nicht mal Telefon, also man traf sich, man telefonierte nicht vorher oder schrieb eine WhatsApp. Und diese Einladung haben wir mehrere hundert Mal gedruckt mit der Hand. Es gab also eine Matrize und wir haben diese Einladung gedruckt. Wichtig waren uns diese Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen von Robin Wood. Und die haben wir verteilt in den Kirchgemeinden und kirchennahen Einrichtungen. Das ging natürlich alles nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch. Und
das Witzige daran ist, wir waren ganz eifrig. Wir waren auch voller Angst. Zum Beispiel haben wir hier bei der Einladung, waren wir so eifrig, dass wir vergessen haben, den Ort draufzuschreiben, wo diese Andacht stattfinden würde. Und deswegen mussten wir dann auf die vielen hundert Zettel mit Hand Petrikirche nachtragen. Das war sozusagen eine sehr bewegende Zeit für mich. Wir hatten viel Angst. Wir wussten zum Beispiel nicht, ist unsere Gruppe, sind da Leute von der Stasi drin oder nicht. Man wusste generell kaum, wem man vertrauen konnte. Und es war sozusagen durch die Ereignisse in Leipzig auch noch nicht klar, würde das friedlich bleiben oder nicht, weil es war ja vor dem 9. Oktober. Und dadurch sind wir, ich habe hier unterhalb der Petrikirche, hat mein Freund gewohnt, Johann Georg Jäger, und wir sind hier abends zusammen hochgegangen und wir wussten nicht, was uns erwarten würde oder ob wir womöglich vorher sozusagen auf Lastwagen geladen würden. Aber wir sind hier hochgekommen und da kommen mir immer noch die Tränen. Die Kirche war voll. Also früher standen hier Bänke drin, die Bänke waren voll, die Leute standen und saßen und es standen sozusagen auch noch jede Menge vor der Tür. Und wir haben dann eine Fürbittandacht gefeiert für die in Leipzig Inhaftierten und haben am Anfang auch gesagt, das ist keine Gründung des neuen Forums, das ist keine politische Veranstaltung, sondern das ist eine Fürbittandacht. Und weil so viele Menschen da waren, haben wir das sozusagen wieder und wieder gemacht. Also jede Woche am Donnerstag gab es Fürbittandachten mit einem Gebetsteil, einem Informationsteil und einem Predigtteil. Die ersten zwei waren hier in der Petrikirche. Gemeinsam. Dann hat der Platz nicht mehr gereicht. Ja. Dann hat der Platz nicht mehr gereicht, genau, du kennst die Geschichte. Und dann mussten wir während der zweiten Andacht mit Kerzen, weil so viele Leute vor der Tür standen, haben wir kurzfristig beschlossen, rüber zu gehen in die Marienkirche, weil da einfach mehr Raum war für mehr Menschen. Das war sozusagen die erste inoffizielle Demo mit Kerzen, der Gang von Petri nach Marien. Und es wurden immer mehr. Also bei der dritten Andacht am 19. Oktober reichte auch die Marienkirche nicht mehr aus. Und wir haben das dann parallel gemacht in Petri und Marien und später in sieben Kirchen von Rostock. Und ich habe das so betont, dass es einen Informationsteil gab. Es gab ja keine freie Presse, kein freies Radio. Das war sozusagen wie so ein Lokalradio. Also wir hatten einen Kasten am Haus von Jochen Gauck. Da stand Nathan Frank für Neues Forum drauf. Und da konnten Leute Informationen einwerfen. Und diese Informationen haben wir uns als Andachtsvorbereitungsgruppe angeschaut und haben dann zusammen gemeinsam entschieden, welche davon wir vorlesen. Da waren zum Beispiel solche Sachen drauf, dass auf der Werft irgendwie was passiert. Oder es waren Informationen darüber, wer gerade im Stasi-Knast sitzt. Also der Witz ist zum Beispiel, erzähle ich vielleicht auch noch, meine Friseusin, die ich habe. Ich war lange nicht beim Friseur, aber das war zum Beispiel einer der Menschen, für die wir gebetet haben im Herbst 89. Und ich habe sogar noch den Originalzettel, wo ihr Name draufsteht. Das ist natürlich eine ganz besondere Verbindung. Und am 19. Oktober bei diesem ersten Gebet in Marien war dann auch das erste Mal, dass nach dem Gebet ihr auf die Straße gegangen seid. Genau, also es war das erste Mal, dass wir auf die Straße gegangen sind danach. Es war auch das erste Mal, dass Jochen Gauck dabei war. Der war ja früher verantwortlich für Kirchentagsarbeit, hat es sehr gut verstanden, Dinge in Worte zu fassen, sag ich mal. Ja. Und deswegen wurde er gebeten, dazu zu kommen und bei diesen Andachten abwechselnd mit seinen Kollegen die Predigten zu schreiben. Und das war sehr witzig am 19. Oktober. Wir konnten natürlich oder wir wollten auch nicht offiziell aufrufen zu dieser Demo. Aber wir haben dann sozusagen das so gesagt, wenn jetzt Demo wäre, könnte man zum Beispiel dort lang gehen, dort lang gehen und dort lang gehen. Und nach dem letzten Lied, das war immer Komm, Herr, segne uns, sind die Menschen mit ihren Kerzen rausgegangen und sind dann sozusagen auf diesem Demonstrationsweg gegangen. Und dazu gehörte eben auch die August-Bebel-Straße? Genau, dazu gehörte die August-Bebel-Straße mit dem Stasi-Gebäude. Da standen extra Menschen von uns vor den Türen, sozusagen als Puffer,
weil ganz viel Angst, ganz viel Sorge. Dann am 19. Oktober war natürlich nicht mehr die Angst, dass es Schießereien geben könnte, weil am 9. Oktober in Leipzig, wie ja vielleicht viele wissen, das war der Wendepunkt im Herbst 89, wo dann klar war, dass es friedlich bleiben könnte. Und man sah aber hinter den Vorhängen die Leute mit Gewehren. Und das war eine ziemlich schwierige Situation. So. Weil natürlich haben die Leute dann auch draußen gebrüllt, Stasi in die Produktion und ja. Na, was man damals so gerufen hat. Aber das hat mich damals sehr bewegt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute haben der Angst widerstanden und sind rausgegangen. Ne? Also Kirche war ein Schutzraum, das war das eine. Aber dass die Leute dann sich getraut haben, rauszugehen aus der Kirche, sich mit anderen zu sammeln, die draußen gewartet haben. Diese Ermächtigung und dieses Einüben des aufrechten Gangs, ja. Das war was so ganz für viele Menschen, auch für mich sehr wichtig war und was bis heute trägt. Ja. Ganz herzlichen Dank, Anne Lange. Super.